Küppersbusch TV, moralisch immer auf der richtigen Seite. Heute, wen hat Christian Lindner bei der Welt noch nicht gevögelt? Ja, diesen Besuch von Olaf Scholz beim Verteidigungsausschuss hat meine Kollegin Franka Lehfeld für uns vor Ort begleitet. Franka, bevor wir über Inhalte sprechen, muss man darüber reden, was... Ja, worüber muss man reden, Frau? Wie war jetzt noch gleich der Name? Mein Name ist Franka Lehfeld und gemeinsam werden wir uns täglich die Messe-Highlights von Krone ansehen. Genau, über die Messe-Highlights von Krone, LKW-Ausrüster, muss man reden. Jedenfalls, solange Krone die Sause bezahlt. Das war allerlaster Anfang. Von da ging es zu RTL und dann wieder weiter zu Springers Welt TV. Und da kommentiert Frau Lehfeld nun eben, was die FDP im Verteidigungsausschuss angestellt hat. Was die FDP sonst noch so macht, weiß sie, kann man ohne Übertreibung sagen, aus erster Hand. Hä? Die Frau von Christian Lindner arbeitet als politische Journalistin bei der Welt? Ja, und zwar fast alle. Das zum Beispiel ist Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin der Welt am Sonntag und 10 Jahre Ehefrau des FDP-Chefs. Miss Lindner kassierte eine Missbilligung des Presserats, weil sie im Wahlkampf Styling-Tipps für ihren Gatten ein Blatt veröffentlicht hatte. Das kann der Neuen nicht passieren. Wenn die FDP eine Wahl vergeigt, wird sie sicherheitshalber gleich zur SPD geschickt. Das historisch schlechteste in Nordrhein-Westfalen. Viele junge Journalistinnen fragen sich schon heute, hey, der Lindner ist eigentlich ein interessanter Typ, aber muss ich dann zu Springer? Der britische Fußballprofi Jake Daniels hat sich als schwul geoutet. Darauf antworteten mehrere ESC-Teilnehmer, sie spielen gerne Fußball. Die Österreicher hatten ja Bundeskanzler Kurz und wir haben Kurzkanzler Olaf. Der kleine Olli macht es nicht mehr lange. Schallt aus allen Medien. Der Junge redet einfach nicht. Fast täglich tritt Olaf Scholz im Fernsehen auf, um zum Beispiel das hier nicht zu sagen. Einen Diktatfrieden, wie er Putin wohl vorschwebt, ist nicht akzeptabel. Er muss sich mit der Ukraine einigen und das wird er nicht mit einem Diktatfrieden hinkriegen. Und das wird sicherlich nicht gelingen, wenn das ein Diktatfrieden Russlands gegenüber der Ukraine ist. Klar ist aber, einen russischen Diktatfrieden soll es nicht geben. Ja, so muss ja das russische Regime den Eindruck bekommen, der deutsche Kanzler habe nichts gegen. Die Idee, dass da Grenzen verschoben werden müssen. Nämlich, dass Grenzen nicht mehr verschoben werden dürfen. Dass die Grenzen nicht verletzt werden. Beratungsresistent. Statt dass er einfach einmal auf jene hört, die laut rufen und falsche Argumente verwenden. Egal, wer wie laut ruft. Deshalb macht es keinen Sinn, dass man etwas tut, nur weil irgendjemand laut ruft und dass ich nicht jedem, der laut ruft und falsche Argumente verwendet, nachgebe. Olaf Scholz, ein hoffnungsloser Fall. Er redet nicht und wenn er redet, dann sagt er nichts. Und wenn er was sagt, dann will es keiner hören. Kaltbundeskanzler Gerhard Schröder, Serviervorschlag, hat die Ehrenbürgerschaft von Hannover, die Ehrenmitgliedschaft von Hannover 96, ein halbes Dutzend Frauen, seine Büromitarbeiter und jetzt auch sein Büro verloren. Wir meinen, ja, auf halbem Wege wollen wir nicht stehen bleiben. Am Kröpkeplatz in Hannover laden am Wochenende die Jusos ein, Schröder mit faulen Tomaten, stinkenden Eier und russischem Öl zu bewerfen. Dann wird ihm öffentlich eine Schandfrisur geschnitten und von der AG Unteilbare Menschenrechte der Grünen Niedersachsen ein Brandzeichen Z gesetzt. Frau Schröder-Kim wird mit einem Pappschild »Ich bin am Ort das größte Schwein, lass mich mit Russenlümmels ein« durch die Fußgängerzone flanieren müssen. Schröder erklärte in einer ersten Stellungnahme unter glühenden Zangen, er habe in einer Vollmondnacht eine Maus geboren und sei grundsätzlich zu allem bereit. Er sehe es als sportlichen Wettbewerb in moralischer Verwahrlosung. Dieser junge Mann und wirklich grandiose Gitarrist wird heute 55 und hat ein wunderbares Riff geschaffen für eine ganz andere Band und sie kommen nie drauf. Weil er ist ja bekannt aus der einen Band, aber das Riff ist von der anderen Band. Und es ist sehr schwer. Hab ich doch gesagt. Wird heute 55, kann geil Gitarre spielen. Kleiner Tipp, ich bin's nicht. So.